Sie ist unsere SPD-Landtagsabgeordnete seit 3 Jahren, seit 3,5 Jahren, seit 4 Jahren. Sie ist 39, lebt in Tarup. Was sie studiert hat, haben Sie vorhin schon erfahren. Sie ist Kripo-Beamtin in Flensburg gewesen und kandidiert jetzt als Oberbürgermeisterin. Auch mit Ihnen wollen wir natürlich mit der Europameisterschaft anfangen. Frauenfußball ist ja mittlerweile in Deutschland auch hoch angesehen. Allerdings bleiben wir schon im Männer-EM-Bild. Frau Lange, Frankreich oder Deutschland, sehen Sie sich als Favorit oder sehen Sie sich als, weiß ich nicht, junges, aufstrebendes Team wie Belgien? Oder was ist Ihre Idee, wenn Sie sich als EM-Teilnehmerin eine Nation aussuchen dürften? Also ich wäre gern die Trainerin der Siegermannschaft Deutschland. Okay. Aha. Da sind wir gespannt, wann es die erste weibliche Bundestrainerin der Männermannschaft gibt. Oder wir müssen wohl schnell noch Herrn Löw austauschen. Frau Lange, Sie werden ja bekanntlich von 3 Fraktionen unterstützt, in der Ratsversammlung Ihrer eigenen, der SPD, der CDU und der Grünen. Das klingt für manche in Flensburg schon nach einem Kartell. Welche Vor- und Nachteile hat diese starke Unterstützung aus der Ratsversammlung für Ihre Person? Also in der Tat muss man das immer wieder erklären. Ich glaube aber, dass es nur Vorteile hat. Es ist ja nun mal so, es gibt ein in der Gemeindeordnung und im Kreiswahlgesetz vorgeschriebenes Verfahren, wie Kandidaten nominiert werden. Das kann man über Parteien machen, das kann man aber auch unabhängig machen. Und nun ist es nun mal so, ich trage das SPD-Parteibuch und meine Partei war relativ schnell in der Frage, kandidieren wir oder nominieren wir die Simone Lange. Habe mich aber ganz besonders gefreut, dass es eben nicht nur meine eigene Partei ist, die Unterstützung mitgibt, sondern dass es 2 weitere Parteien sind. Und für mich ist fast unerheblich, welche Parteien aus der Ratsversammlung. Ich habe wahrgenommen, dass es eine große Unzufriedenheit gab, also keine breite Unterstützung für den Amtsinhaber, der damals zu der Zeit letztes Jahr bereits bekannt gegeben hatte, dass er noch mal wieder antritt, sondern dass es eben aus anderen Parteien Unterstützung für meine Kandidatur gab. Insofern empfinde ich das als großen Vorteil, weil es eine breite Unterstützung ist. Und es geht ja bei dem Amt einer Oberbürgermeisterin um ein überparteiliches Amt. Ich mag ein SPD-Parteibuch tragen, aber in der Amtsausführung habe ich überparteilich zu sein, denn die Politik in dieser Stadt wird im höchsten Gremium der Stadt, der Ratsversammlung, gemacht. Und ich glaube, alle, die hier antreten, müssten für sich in Anspruch nehmen, diese Überparteilichkeit auch zu leben. Ja, vielen Dank. Wir haben uns gefragt, Frau Lange, der Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt ist das eine. Der Landtagswahlkampf hat ja auch schon so ein bisschen begonnen. Die eine oder andere Partei hat schon ihre Kandidaten nominiert. Machen Sie nächstes Jahr als SPD dann wieder Wahlkampf gegen die CDU oder wenn Sie Oberbürgermeisterin sein sollten, würden Sie dann den CDU-Kandidaten aus Flensburg für den Kieler Landtag mit unterstützen? Also als Oberbürgermeisterin hat man quasi überparteilich zu sein. Also in der Funktion wird mir das schwer möglich sein. Als SPD-Genossin wird man sicherlich einfach auch ein Stück weit mal abwarten, welche Bündnisse sozusagen schmieden. Wir hatten ja im Landtagswahlkampf 2011 ja auch die Rot-Grün-Blaue. Sozusagen, da gab es ja auch schon vorher eine Tendenz im Wahlkampf selber und insofern ist das immer abhängig. Also als Person, ganz klar, werde ich auch weiterhin das SPD-Parteibuch tragen, als Oberbürgermeisterin aber die Überparteilichkeit. Ungewöhnlich war ja in der Tat vor allem, dass die CDU-Fraktion, die Flensburger CDU, Sie zu Ihrer Kandidatin gemacht hat. Was glauben Sie, wie viele der CDU-Wähler Sie werden gewinnen können? Also in der Tat ist das eine ganz, ganz kluge Frage, weil wir die sogenannten Volksparteien, ja keine große, wirklich große Mitgliedschaften in Städten wie Flensburg haben. Das muss man einfach schlichtweg so sagen, sodass es tatsächlich um die Frage geht, welche Wählerschaft mobilisiert man. Ich nehme wahr bei den Hausbesuchen, das sind ja die Stadtteilbesuche, die ich mache, ich gehe ja sehr, sehr durch die Stadtteile, dass die Menschen aus allen Bereichen mir Zuspruch geben. Und ich kann nicht erkennen, dass es keinen Zuspruch gibt. Ob es am Ende tatsächlich die sogenannten bürgerlichen Wählerinnen und Wähler
auch an die Urne bringt, kann ich nicht sagen. Aber wir können es auf jeden Fall, wir kämpfen dafür, wir kämpfen gemeinsam dafür. Und wenn Sie einen Infostand, sozusagen meinen Infostand dieser Tage besuchen, werden Sie erleben, dass da so viele Helferinnen und Helfer stehen. Nicht nur aus den drei Parteien, die mich unterstützen, ganz viele, die gar kein Parteibuch haben. Das ist immerhin ja die überwiegende Mehrheit in Flensburg, die gar kein Parteibuch haben. Und sogar noch Mitglieder anderer Parteien. Also da ist wirklich eine mehr als breite Unterstützung und darüber freue ich mich einfach sehr. Sie, vielen Dank. Sie wären ja die erste Frau in diesem Amt, Flensburgs erste Oberbürgermeisterin. Was würde das grundsätzlich ändern? Also ich sage ja immer, für sein Alter und für sein Geschlecht kann man nichts. Und ich möchte auch nicht gewählt werden, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich überzeuge und die Kompetenzen mitbringe und gebe aber gleichfalls zu, dass ich natürlich immer auch, und das zeigt auch meine politische Biografie, das Thema Gleichstellungsarbeit aktiv mitbewältigt habe und würde ich auch gerne weiter tun. Beim Thema Gleichstellung ist insbesondere Flensburg mit der vollzeittätigen Gleichstellungsbeauftragten immer schon ein Schritt voran gewesen. Da können wir an etwas anknüpfen, was ich als Ratsfrau ja hier selbst auch ein Stück weit mitgestalten konnte. Und ja, das findet durchaus weiterhin Berücksichtigung. Frau Lange, Herr Faber hat ja am Anfang Flensburg in einem sehr positiven Licht dargestellt. Würde ich an seiner Stelle auch machen. Aber in der Tat gibt es ja einige Zahlen, die Flensburg wirklich gut dastehen lassen, bis hin zum aktuell ausgeglichenen Ausgleich, niedrigere Arbeitslosigkeit als vor 6 Jahren, neue Jobs, der Campus prosperiert, die Übernachtungszahlen sind stark gestiegen. Für den Fall, dass Sie gewählt werden, was wollen Sie denn eigentlich ab 15. Januar 2017 noch groß anders machen? Oder machen Sie einfach da weiter, wo Herr Faber am 14. Januar aufhört, für den Fall, dass Sie gewählt werden? Ich möchte ganz gerne viel, viel stärker das Augenmerk auf die Menschen richten in dieser Stadt, denen es nicht so gut geht. Denn zu den Positivzahlen gehört auch, dass wir die Negativzahlen wahrnehmen. Die letzten 5 Jahre ist die Anzahl der Kinder in Flensburg, die Leistungsbezieher nach Sozialgesetzbuch 2 sind, um 50% angestiegen. Von ungefähr 12.000 Kindern in diesem Alter sind 3.000 Leistungsbezieher. Das ist eine stark angestiegene Zahl. Das Gleiche trifft zu für die Menschen, die von der Grundsicherung leben müssen. Ich glaube, wir haben da auch fast eine Verdopplung. Also Armut ist in dieser Stadt nicht nur alt und möglicherweise weiblich, sondern Armut bekommt halt in dieser Stadt zunehmend ein Kindergesicht. Und ich finde es gut, dass einiges auf dem guten Weg ist sozusagen, aber wir dürfen auch nicht weggucken, welchen Sanierungsstau wir haben, wie es den Menschen geht und vor allem, welche Art von Wohnungen wir in dieser Stadt ganz besonders brauchen, nämlich bezahlbare Wohnungen für Studierende, aber auch für Menschen, die sich eben zunehmend nicht mehr leisten können. Und das ist eine ganz besondere Aufgabe für eine Stadt, die keine eigene Wohnungsbaugenossenschaft mehr hat. Das wäre ein Fund. Mir wäre auch lieber, wir hätten sie noch, haben wir aber nicht. Das heißt, wir müssen an der Stelle ganz besonders den Fokus drauf legen. Und das ist das, was ich gerne machen möchte. Ich möchte gerne beide Augen auf Flensburg richten und nicht nur das Auge sozusagen auf die Bereiche, die gut laufen und die vielleicht auch ein Stück weit mittlerweile von alleine gut laufen. Dass wir 2000 neue Wohnungen haben, ist für mich eine Selbstverständlichkeit, weil wir in den letzten 5 Jahren mehr als 2000 mehr Flensburgerinnen und Flensburger geworden sind. Die müssen ja irgendwo wohnen. Die Linken wollen ja eine eigene Wohnungsbaugesellschaft. Ich meine, es ist am Ende auch von der SPD-Fraktion abgelehnt worden. Wenn Sie gewinnen, werden Sie das forcieren, Gründung einer eigenen städtischen Wohnbau wieder, die es ja früher gab? Ja, also nicht in diesem Denken sozusagen. Ich glaube, weil wir jetzt wirklich kurzfristige Lösungen brauchen, schnellere Lösungen. Was wir aber durchaus ins Auge fassen dürfen, sind Lösungen, wie sie sich gerade im Hamburger Rand abzeichnen, wo tatsächlich Kommunen Anteile denken an Genossenschaften, die sie am Ort haben. Ich will jetzt nur im Bereich der Denkanstöße das bitte wissen. Würde ich aber der Ratsversammlung durchaus mal vorstellen wollen, damit eben die kommunale Politik sich mal mit solchen Modellen beschäftigt, weil es geht ja auch der Partei der Linken schlichtweg darum, als Kommune ein Mitspracherecht bei Wohnungsbau zu haben. Und wenn es dafür andere Formen gibt, als das schlichte Fordern einer eigenen Wohnungsbaugenossenschaft, hielt ich das für klüger. Auf welche Veränderungen im Rathaus, Frau Lange, kann sich der Rathausmitarbeiter, können sich die Flensburger mit einer Oberbürgermeisterin Simone Lange einstellen?
nicht nur auf eine bürgernahe Oberbürgermeisterin, sondern auch auf eine mitarbeiterinnennahe Oberbürgermeisterin. Mir ist es ganz besonders wichtig, alle Abteilungen im Rathaus, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus zunächst kennenzulernen, auch zu hören, welche Wünsche an Veränderungen haben Sie eigentlich? Wie kann man Arbeitsbedingungen verbessern, so dass eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen sich wohlfühlen und so gute Rahmenbedingungen vorfinden, dass sie die besonderen Aufgaben, die Flensburg ja nun mal hat, dann auch in guten Arbeits- und Rahmenbedingungen bewältigen können. Das wäre der Blick nach innen. Okay, herzlichen Dank. Auch Ihre 10 Minuten sind abgelaufen. Vielen Dank dafür.